Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem Hardware-Video. Ich habe die jetzt eine Weile im Einsatz, also nicht wundern, dass ich jetzt andere Klamotten anhabe im Gegensatz zum Unboxing und ersten Hardware-Video. Ich habe jetzt nur noch mal den USB-Kabel, den Adapter musste ich rausholen, weil ich habe sie bei mir mit USB-C angeschlossen. Seht ihr die? Ja, die Creative. Da meine PC-Ecke ein bisschen, also hier steht es ja auch USB-C, könnt ihr ja sehen. Ja, und da ist halt aber auch ein Adapter mit bei, müsst ihr das, das Unboxing gucken und das Hardware-Video, da ist ein Adapter mit bei von USB-C auf USB. Da meine PC-Ecke ein bisschen beschränkt ist vom Platz her, habe ich gedacht, ich mache das mal hier am, ja, am Unboxing-Tisch sozusagen. Ich habe hier die Boxen nochmal hergestellt für euch. Kabel verlegt, also zur Steckdose, wegen Strom, weil ich werde sie jetzt nicht am PC oder so anschließen, ich werde sie jetzt einfach mal mein Handy anschließen. Vorher waren sie halt bei mir direkt am PC dran, ja, mit ganz normalen Klinkeanschluss, habe ich sie angeschlossen gehabt, und Strom halt jetzt nicht mit einem Wandadapter wie jetzt. Ich habe sie bei mir am PC halt am USB-C dran gehabt für Strom. So, dann können wir hier erstmal einschalten. Nee. Minimal erstmal. Minimal, glaubt ihr mir. Es ist besser, wenn wir minimal Lautstärke machen. So. Ich habe jetzt den Kabel hier dran. Jetzt geht mal auf Musik. Interpret. Natürlich nehmen wir Nemesis, weil die kann ich hören. Böser Zwilling. So. Ihr hört jetzt bei mir nichts, weil ich habe, außer jetzt gerade meine Tochter, so, ich habe jetzt alles über die Boxen an. Also wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht laut, also hier. Ich drehe mal jetzt langsam lauter. So, das ist jetzt die volle Lautstärke. Ich kriege hier aber über Handy noch was raus. So, das ist das Lauteste. So, wir nehmen mal andere. Spul mal. Also ich denke mal, ihr hört es, dass die Qualität sehr gut ist. Die überschlagen sich auch nicht. Genau, wenn man muss man normal nachhaken. So. Achso, ich hatte immer noch die dran. Moment, ich hatte hier noch das Plaster dran. Das hört man aber nicht, dass die dran sind. So, aber jetzt könnt ihr vielleicht besser sehen, wie sich der bewegt. Hier. Seht ihr das auch? So, jetzt seht ihr, dass es sich nicht mehr so viel bewegt. Also vom Sound sind die echt gut. Bisschen laut. Bisschen laut? Meine Tochter. Meine. Meine Tochter sagt, man hört es durch die Wand und durch die Tür. Ich bin zu laut. Nur noch kurz. So, wir machen noch mal einen. Wo war denn Barbarossa? Barbarossa war doch auch. Teufelsböser Zwilling B6. Alte Wunden. Noch eins, was.
bisschen anfangen ruhig ist. Immer noch egal was. Da hört man die Gitarre am besten. So, ich muss aufpassen, bin zu laut. Aber ich hoffe, dass ihr das jetzt mitgekriegt habt. Wie gesagt, ich habe die jetzt eine Weile im Test. Ich mach mal kurz wieder Entschuldigung. Ich habe die jetzt eine Weile im Test. Ich weiß nicht, wann ich die ersten Videos gemacht habe. Jetzt 3 oder 4 Wochen habe ich die im Test. Deswegen ist auch das Unboxing und so noch nicht gekommen, weil viele sich immer beschweren, ja, dann ist da, teste erstmal. Deswegen habe ich gedacht, diesmal machst du mal gleich alles mit Mal. Mir ist nichts Negatives aufgefallen. Kein Übersteuern, kein Überschlagen der Töne, nichts. Und ich muss ehrlich, muss ich sagen, ich war sehr überrascht über den Klang und die Intensität von so kleinen Boxen. Das ist ja, wie gesagt, das sind ja wirklich nur diese beiden kleinen Kugeln. Ihr seht, die ist nicht groß, ja. Die kann man, was mir halt vor allen Dingen gefällt, ist, dass die haben einen schönen großen Gummiring hier, dass sie schön stabil stehen und nicht wegkippen und so. Und mein Arbeitsplatz ist nicht viel. Ich habe nur 80 mal 80. Und im Gegensatz zu den LG-Dingern, was ich vorher habe, die sind ziemlich hoch und breit, nehmen die ziemlich viel Platz weg. Die nicht, die kann ich schön hier auf der Ecke, ja, nimmt nicht viel Platz weg oder so. Also dafür ist es wirklich ideal. Das Einzige, was mir wirklich fehlt, ist halt vielleicht noch, aber das ist jetzt wirklich Meckern auf sehr hohem Niveau, weil von meinen LGs, boah, Logitech bin ich jetzt so gewöhnt, da habe ich mein Drehrad. Ich habe zwar auch hier ein Drehrad und komme, wenn ich das rechts stelle, auch gut ran. Das Problem ist, wenn ich Kopfhörer anschließe, ich hätte gerne jetzt noch hier so einen Strang einzeln, wo ich denn ein Drehrad habe und Kopfhörer reinmachen kann, dass ich nicht immer unterm PC-Tisch machen muss, weil da komme ich echt beschissen ran. Das ist jetzt aber wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ton geil, kein Überschlagen, die Töne richtig gut getroffen, laut. Und das war jetzt nur über Handy, guck mal, wie laut die über den PC sein können. Kann ich nicht mehr zu sagen. Also wirklich ein schöner, runder Klang. Ich kann mich da nicht beschweren. Oh, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich habe die jetzt roundabout 3 Wochen oder so getestet. Vielleicht 4, ich bin mir jetzt nicht so sicher, weil ich wollte dieses Video ja eigentlich schon vor 2 Wochen machen. Es ging aber nicht, weil wir die Handwerker im Haus hatten. Also einmal unten, jetzt halt nebenan und bald halt neben mir. Und dann, wenn die da die Wände rausruppen und alles, das ist dann zu laut gewesen. Da konnte ich tagsüber keine Videos machen, weil da hört man nur dann. Und da sind wir dann mit unserer Tochter immer abgehauen, damit die wenigstens im Auto im Sitz schlafen kann. Ja, Mausi, ich sehe dich. Weil tagsüber wäre sie sonst nicht zum Schlafen gekommen. Aber egal. Interessiert euch bestimmt nicht. Jedenfalls von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Sehr schöne kleine Boxen mit einem schönen Sound. Nimm nicht viel Platz weg. Einen kräftigen Sound, einen schönen Klang. Top. Also, aber das ist, wie gesagt, immer so eine Empfindungssache. Ja, ein anderer empfindet das schon wieder anders. Also das ist jetzt mein Empfinden. So, ich bin dann jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.